Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Grünschatten und heute möchte ich mal nicht meinen kleinen knuffligen Freund hier unten übersehen, der immer gerne so hochspringt, wenn ich mich gerade am Verabschieden bin, als ob ich ihn vergessen hatte. Sie hat übrigens keinen Namen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr einen schönen Namen für meine süße Springmaus habt. Sie freut sich auch gerade darüber, glaube ich, dass ich das sage. Ja, wir befinden uns gerade hier oben. Der überflutete Hain. Ah, das ist ein anderer, okay. Ich gehe mal davon aus, dass das hier mit dem Wurzwasserhain zu tun hat. Deswegen hoffe ich, dass die Quest ein bisschen länger ist. Und da ist noch Ahnenseide. Gerade erst ins Spiel gekommen, schon hat man wieder Ahnenseide. Wo ist denn die Quest hier? Hallo. Hallo? Quest? Ah, da kommt mal einer. Ich muss hier raus. Ja, dann lauf. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich kenne diese Bäume nicht. Und überall sind Zweiglinge und Schlurfer. Was stimmt nicht? Alles. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Wald verbracht. Aber ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Zweiglinge und Schlurfer überall. Und ein Hain, den ich noch nie gesehen habe. Der Wald ist wütend? Was meint ihr damit? Es ist schwer zu erklären. Ich bin hier aufgewachsen. Das ist ein friedlicher Ort. Aber jetzt fühlt er sich unruhig an. Es gibt in der Mitte des Hains einen Priester, der Nachforschungen anstellt. Sprecht mit ihm. Ich verschwinde von hier. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. In der Mitte des Hains. Dahinten. Weiter links, ne? Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich hier durch. Ja, Zauber wollte ich schon lange ausprobieren. Ah, da ist er. Hallöchen. Ich kann dich nicht ansprechen? Doch jetzt. Stört mich bitte nicht. Der Schutzzauber ist sehr kompliziert und wenn ich ihn nicht bald abschließe, wird nichts die drohende Invasion aufhalten. Alter, was war das jetzt schon wieder? Genau. Flieh, du räudiges Vieh. Mann. Stört mich bitte nicht. Der Schutzzauber ist sehr kompliziert und wenn ich ihn nicht bald abschließe, wird nichts die drohende Invasion aufhalten können. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Was für eine Invasion? Seht ihr die Zweiglinge und die Schlurfer überall? Sie spüren sie. Die drohende Invasion. Daedra! Ich bin der letzte Priester des Forstauges. Uns wurde aufgetragen, diesen Hain zu behüten. Doch die Schutzzauber haben versagt. Wir haben versagt. Ich dachte, die Zweiglinge und die Schlürfer sind die Invasion. Was ist mit den Schutzzaubern geschehen? Eindringlinge, gierig nach Macht. Sie haben die Schutzzauber gebrochen und die anderen Priester angegriffen. Ich kann mich alleine nicht gegen die drohende Daedra-Invasion wehren. Ich brauche eure Hilfe beim Instandsetzen der Schutzsteine, während ich den Schutzzauber vollende. Sonst wird dieser Ort von Daedra überrannt werden. Wo sind die Schutzsteine? Sie sind auf den höheren Lagen, die den Hain umgeben. Es gibt drei von ihnen. Beeilt euch, bitte. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Schutzsteine umgeben den Hain. Sie werden von Magicka gespeist. Wer seid ihr? Ich bin ein Priester des Forstauges. Sein letzter Priester, wie es wohl aussieht. Ich kann nicht sagen, dass ich glücklich darüber bin. Oha, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier oben sieht man schon die Invasion der Daedra, ne? Aber irgendwie kämpfen die gar nicht miteinander. Wie kam der Hain hierher? Hergekommen? Er war schon immer hier. Wie erkläre ich das? Er existiert, doch für die meisten Leute verschmilzt er nahtlos mit dem Wald. Ihr könnt ihn nicht sehen, sofern ihr nicht mit den Schutzzaubern verflochten seid. Oder einen Weg findet, sie zu brechen. Was wird das Wiederherstellen der Schutzzauber bewirken? Es wird diesen Hain erneut für alle unsichtbar machen. Außer für jene, die wissen, wo sie danach suchen müssen. Und jenen, die mit den Schutzzaubern verflochten sind. Wer waren die Eindringlinge, die ihr erwähnt hattet? Uff, sie. Einer von ihnen sah aus, als hätte er schon lebendigere Tage gesehen. Der andere wirkte einfach nur zwielichtig. Beides Altmeer, glaube ich. Ja, und man sieht hier schon im Hintergrund, es hat sich was getan. Und zwar werden die scheinbar überall angegriffen. Aktiviert die Schutzsteine. Okay, das ist jetzt allerdings
Das war jetzt ein Mensch, der hier rumliegt. Okay, Moment. Einmal Schutzsteine. Schutzsteine sind die hier. Das wird lustig. Die kann ich nicht aktivieren. Ach, Leute. Kann ich hier auch nochmal irgendwie hin, dass man die aktivieren kann? Typ, der Akku auf mich war, ist tot. So. Zack. Dann. Dann. Wo haben wir noch einen Schutzstein? Da haben wir Gegner, aber keine Schutzsteine. Wo sind die Schutzsteine? Ach, die sind da oben, oder? Oh. Bin ich hier? Och, wieso kann man die nicht von jeder Seite aktivieren? Hast du gedacht? Dann laufe ich direkt in den nächsten rein, war ja klar. So, wo ist der dritte? Ups, ich glaube, da oben bleibe ich nicht hängen. Da ist der Schutzstein. Kehr zu Ortenia zurück. So. Ja, nerv nicht. Ihr solltet jetzt eigentlich alle gut sein. Ich habe eure Schutzzauber hier gezwungen. Oh, was ist das denn schon wieder hier? Wieso kommen die immer genau dann da runter, wenn ich sie nicht gebrauchen kann? So. Bewegt euch vorsichtig. Ihr wandelt auf heiligem Boden. Ja, toll. Ich soll zu dir gehen und jetzt? Ach so, besiegt den Beobachter. Ach so, ich dachte, das wäre... Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, das wäre einer von diesen Gruppen, die immer in ganz Tamriel überlanden. War ein Missverständnis. Sorry, kann ich jetzt mit dir reden? Bewegt euch vorsichtig. Oh. Ihr wandelt auf heiligen Boden. Ja, das ist ja ganz toll. Vollendet das Ritual. Achso, ich muss den Altar benutzen. Jetzt darf ich das machen, was eben drin stand. Zu knapp. Diesmal hatten sie uns fast. Die Schutzzauber werden die Daedra binden, für den Moment. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie sie brechen konnten. Wir müssen Ilmyris untersuchen. Ilmyris? Ah ja, vielleicht habe ich mich eben zu undeutlich ausgedrückt. Dieser Hain existiert, um die Wiege von Ilmyris verborgen zu halten. Eine Bibliothek voll geheimen Wissens. Die Forstaugen sind ihre Wächter. Wir dienen dem Mann aus dem Wald. Ihr könntet ihn als Hermar Mora kennen. Hermar Mora? Ja, ein dädrischer Fürst. Doch der einzige Grund, warum die Daedra hier gebunden sind, besteht darin, dass dieser Ort geheim gehalten werden soll. Für gewöhnlich stellen sie keine Gefahr dar. Sie haben sich von ihren Fesseln befreit, als die Eindringlinge die Schutzzauber vernichteten. Und jetzt bedrohen sie ganz Grünschatten. Wie können wir sie wieder bannen? Ich selbst kenne den Mechanismus nicht. Aber Saromir, der Bewahrer des Gewölbes der Erinnerungen in der Wiege von Ilmyris, könnte ihn kennen. Falls er noch am Leben ist. Ihr dient einem dädrischen Fürsten? Ja, nun, diese Krise ist doch wohl wichtiger als Meinungsverschiedenheiten in Glaubensfragen, findet ihr nicht? Ich möchte den Hain gesichert wissen und ihr wollt nicht, dass Grünschatten verwüstet wird. Das Bannen der Daedra ist für uns beide gut. Hey, alles gut. Ich habe ja schon eine komplette Hauptstory mit ihm gemacht. Eigentlich schon fast zwei Hauptstories. Wobei, bei der zweiten ist er nur hin und wieder aufgetaucht. Wie wird das Bannen der Daedra dabei helfen, den Hain zu sichern? Die Geister von Daedra liefern die Magiker für die Schutzzauber. Das ist alles sehr kompliziert. Wichtig ist nur, dass ihr Saromir sucht und herausfindet, wie man die Daedra dauerhaft bannen kann. Ich bin keine Person, die andere Personen ausschließt. Definitiv. Egal, ob das Daedra sind, also Daedra-Fürsten, sage ich jetzt mal, sind oder sonst irgendjemand, das ist mir sowas von egal. Nur Straftäter, die unterstütze ich nicht. Das muss ich dazu sagen. Besonders nicht, wenn sie irgendwas Ekliges mit kleinen Kindern anstellen. Och, kommt, Leute, nein. Also wozu habe ich dich eigentlich dabei, Funke? Du sollst die Leute ablenken, während ich mich dann irgendwo durch irgendwelche Türen schmuggel. Und was machst du? Aber gut, das hat ja jetzt geklappt.
Ja, ich komme, ich komme. Aber das ist doch nicht die Stimme von Hermeus Mora. Oder meinen die mit dem Hermamora, nicht Hermeus Mora? Dann bin ich verwirrt. Welch interessanter Sterblicher. Also ich kenne die Stimme aus... Kenazis Rast war es nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben sie schon mal gehört. Und der redet auch wie ein Dedra-Fürst. Also wird das wohl dieser Hermamora sein. Ich gehe davon aus, dass es Hermeus Mora... Unterstützung könnte mir gerade gelegen kommen. Da ist doch, das ist eine Treppe, oder? Saromir. Oh. Ist das eine Anspielung auf Herr der Ringe? Warum hängst du hier am Boden, Saromir? Das war aber nicht der eine, den ich jetzt finden muss, oder? Saromir? So viele Namen, so viele Gesichter, so schwer zu verstehen. Anscheinend doch. Hallo? Ihr, ich erinnere mich an euch. Zumindest glaube ich das. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Wisst ihr, schließlich sind Einbildungen nämlich genau das. Erinnerungen an Dinge, die nie geschehen sind. Seid ihr Saromir? Ich bin Gorthauer der Gestalter. Der Feuerkönig Hathul. Haromir von Kupfer und Tee. Der Blumenkönig Nilichi. Umaril der Ungefiederte. Oder einfach nur Saromir. Es wird schwer, es genau zu wissen. Also mit anderen Worten, er hat eine gewisse Art von Schizophrenie, ja? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Oder sind das nur seine Namen? Das kann natürlich auch sein. Aber irgendwie klang das so ein bisschen, als hätte er da auch so ein bisschen die Persönlichkeit gewechselt. Vor allen Dingen, als er der Blumenkönig Nilichi gesagt hat. Ortenir hat mir erzählt, dass ihr mir beim Bannen der Dedra helfen könntet. Ich hätte es euch sagen können, aber ich habe es vergessen. Oder vielleicht habe ich es auch nie gewusst. Hört nur, der Mann aus dem Wald ruft nach euch. Im Teich. Am besten schaut ihr nicht direkt hin. Er schaut zurück. Wisst ihr? Das ist ja so grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, wenn er mich nicht irgendwie mit dem Zurückschauen beeinflusst oder so. Oh, Hallöchen. Waren die vorher auch schon da? Hallo? Ah, die Schicksalserwählte tritt erneut vor mich. Ja. Ich bin es. Das unlösbare Rätsel. Die nicht zu öffnende Tür. Das unlesbare Buch. Die nicht zu beantwortende Frage. Ich frage mich, ob ihr versteht, warum ihr hier seid. Ich sag's mal so. Ich gehe davon aus, das ist der Hermeus Mora, den wir kennen. Aber er ist irgendwie anders animiert, habe ich so das Gefühl. Nicht so imposant wie in seiner eigenen Story, habe ich so das Gefühl. Und man konnte ihn ja auch irgendwo mal in einem Dungeon, einem Gruppendungeon finden. Ich kann mich nicht mal genau dran erinnern. Da waren diese Skelettviecher, die da rumflogen und so. Ich glaube, es war Schnittermark. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin hier, um die Dedra zu bannen. Ihr werdet die Dedra bannen. Doch ihr ahnt noch nicht, welche wilde Wucherung des Schicksals euch in meinen Hain geführt hat. In dieses zerstörte Abbild meiner Bibliothek. Was meint ihr? Alles zu seiner Zeit. Doch nun zu den Dedra. Ihre Magika liefert die Energie für die Schutzzauber, die meine Bibliothek sichern. Es ist jedoch keine Kleinigkeit, sie erneut zu bannen. Dazu braucht es ein Fundament aus Seelen meiner Diener in Tamriel. Und jeder muss von einem anderen Blut sein. Was ist mit ihnen geschehen? Die Eindringlinge, die die Schutzzauber oben gebrochen haben, brachen unwissentlich auch die Bindungen hier unten. Vier der Seelen haben sich befreit.
In ihrer Verwirrung wandeln sie nun durch diese Hallen und versuchen, ihnen zu entfliehen. Wenn nicht sie, um das Siegel instand zu setzen. Ich werde eure treuen Dienste belohnen. Was ist Saromir zugestoßen? Heile indische Kristalle übertragen Erinnerungen direkt in den Geist ihrer Leser. Ihre übermäßige Nutzung übersteigt das Fassungsvermögen der meisten Sterblichen. Ich könnte euch helfen, aber ich bin nicht euer Diener. Genau, lehn dich auf, nachdem du schon die ganze Hauptstory mit ihm durchgemacht hast. Jeder, der danach strebt, sein Geschick und seinen Geltungsbereich zu mehren, ist mein Diener. Ob nun aus freien Stücken oder nicht. Ja, in diesem Fall nicht aus freien Stücken. Ich bin rebellisch. Achso, ich muss in die... Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht hier. Ich muss in die anderen... Nee, das sieht mir nicht so aus, als ob ich unten rum muss. Das ist alles hier oben rum. Okay. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem wir ja wirklich die komplette Hauptstory in Necrom und so gemacht haben, dass er sich so, also er sich anscheinend schon irgendwie ein bisschen an uns erinnert, aber wir uns so gar nicht an ihn. Zumindest kam das so hier rüber. Kannst du mich mal in Ruhe lassen da hinten? So, dankeschön. Aber gut. Ich weiß, also ich programmiere ja aktuell selber ein Spiel, was ich auch veröffentlichen möchte, wenn es soweit ist. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, muss ich dazu sagen. Zumal ich immer wieder geplagt werde. Und aktuell jetzt auch sehr, dass es mir nicht wirklich gut geht. Also ich sitze jetzt auch gerade mit Fieber hier und bin am Aufnehmen. Ist nicht unbedingt das Beste, die beste Voraussetzung. Ich weiß, ich habe... Was hat denn hier so geschrieben? Ich habe mir auch gerade Unmengen an Medikamenten eingeworfen, damit ich den Rock erstmal sitzen kann. Was eigentlich auch nicht meine Art ist, muss ich dazu sagen, weil ich mit Medikamenten nichts anzufangen weiß. Wobei, wenn ich Medikamente sage, meine ich in erster Linie Vitamine, na gut, leider auch Nasenspray, weil sonst ging gar nichts mehr. Aber dich nehme ich mal mit, komm, dich ziehe ich mal nach hier oben. Manchmal denke ich, ich nerv euch immer mit diesem ganzen Gebrabbel, aber ich denke mir irgendwo, ihr seid es ja auch mittlerweile schon gewohnt von mir, was es vielleicht nicht unbedingt besser macht. Dass ich halt eben auch viel persönlich so erzähle. Nein, jetzt hau doch nicht ab, nur weil ich den anderen unterbrechen wollte. Blöd mal. Ist der Akku auf Funke oder was? So geht das nicht hier. So geht das nicht hier. Aktiviert den Schrein. Das heißt, wir müssen da jetzt aber wieder... Mann, da guckt man einmal oben auf die Karte und schon ist man irgendwie verletzt. Ich denke, dass wir dann unten... Ja, wo wir gerade dran waren, der Schrein. Da müssen wir wieder hin. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt noch, was ich sage, weil ich nicht so laut gerade bin von der Stimme her. Ich habe zwar immer das Gefühl, ich schreie euch alle an, weil das gerade meine Maximallautstärke meiner Stimme ist. Aber, ja. Ich hoffe, man versteht alles. Wieso kann ich das nicht machen? Hallo? Muss ich da reinspringen? Hallo? Das ist wieder so eine... Ja, da war es doch gerade. Das ist wieder so eine... Dingssache, ne? Dass man das genau anvisieren muss, aber nicht da... Ah, doch, jetzt. Drei Diener, die mit ihrem Meister wieder vereint wurden. Nur einer bleibt. Also mich kann er nicht meinen, ich bin kein Diener. Wo ist die vierte Seele? Eine schwierige Frage. Die Bosma-Seele ist aus Ilmyris entkommen. Wir brauchen einen Ersatz. Saromir, mein Behüter, erfüllt alle Bedingungen. Tötet ihn. Und bringt mir seine Seele.
Willst du mich verarschen? Und wenn ich mich weigere, ihn zu töten? Einer wird sterben. Ob ihr euch mir nun verweigert oder nicht. Erlöst den verrückten Priester von seinen Qualen. Oder ich werde einen anderen wählen. Ihr könnt euch sicher sein, dass euch diese Wahl missfallen wird. Ach, leck mich doch. Das heißt, der andere Priester, vermute ich mal, ich weiß nicht, ob das ein Priester, doch, es war ein Priester, ne? Das wird wahrscheinlich dann der sein, der uns hierher geführt hat, oder? Wenn ich aber jetzt sage, dass ich ihm nicht gehorchen werde, dass ich ihn nicht töten werde, dann muss ich den anderen töten, oder? Also, ich vermute mal, dass er dann diesen einen, mit dem wir eben gesprochen haben, der wiederum aber dafür zuständig war, halt eben den Wald zu beschützen da, dieses Waldstück. Was auch wieder schwierig ist. Oh. Ach, ihr könnt mich doch mal. Mann, ich würde erstmal lieber mit ihm sprechen wollen. Ich meine, es ist, nehme ich mal an, auch wenn der Name ein bisschen anders ist, Hermeus Mora, ne? Herma Mora ist ja, glaube ich, nur so eine Abkürzung sozusagen. Dem kann ich ja eigentlich vertrauen. Das Problem ist nur, angeblich ist der Sarumir ja verrückt. Gut, er hat jetzt von vielen verschiedenen Namen gesprochen. Also er scheint wirklich ein bisschen schizophren zu sein. Und wenn er schon sagt, dass der andere, dass mir die Wahl nicht gefallen wird, dann vermute ich, dass das der eine ist und der ja wirklich auch bei klarem Verstand war. Und da das jetzt die Auswahl ist, dass euch diese Wahl missfallen wird, ich würde gerne wissen, welche Wahl er dann trifft, na ganz ehrlich. Aber ich habe Angst, dass es halt der eine ist. Bin ich auch ganz ehrlich. Das ist doch scheiße. Das ist zwar nur ein Computerspiel, aber solche Wahlen finde ich absolut scheiße, Zenimax, ganz ehrlich. Ich meine, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich jemanden rette, der jung und noch viel für die, jung ist und noch viel für die Zukunft tun kann, oder jemand, der alt ist und sowieso schon mit seinem Leben abgeschlossen hat, das auch sagt, dann ist meine Wahl doch ein bisschen leichter. Aber wenn ich die Leute noch nicht mal sprechen kann, sowas finde ich. Oh, das ist. Also bevor ich jetzt hier weitermache, schreibt es mir in die Kommentare, was davon ihr wählen würdet. Würdet ihr den Verrückten wählen? Habt ihr einfach weitergeklickt? Das kann natürlich auch sein, wenn ihr selber spielt. Oder habt ihr euch geweigert? Also grundsätzlich bin ich jemand, der nie blind einem Befehl gehorchen würde. Und er hat mir gerade den Befehl gegeben, ihn zu töten. Ich bin ja nicht dumm. Wem soll das was bringen? Aber meine Wahl wäre jetzt, ihn zu fragen, welche Wahl das sein würde. Und darauf muss er ja antworten. Und wenn er dann sagen würde, ich bringe euch den anderen, der geistig nicht so verwirrt ist, der euch eben geholfen hat, dann würde ich persönlich sagen, okay, dann, wenn ich nur diese Wahl habe, ich meine, ich habe theoretisch auch die Wahl zu gehen, aber im Spiel halt eben nicht, weil dann komme ich mit der Quest nicht weiter. Aber wenn ich im Spiel dann nur diese Wahl habe, dann würde ich natürlich den Verrückten nehmen, weil ich hoffe, dass ich ihn so ein bisschen dadurch erlösen kann. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich verrückt ist. Also er hat sich zwar mit mehreren Ichs vorgestellt, sozusagen, aber es klang eher so, als ob die anderen halt nur verschiedene Namen für ihn hätten. Was mir überhaupt nicht gefallen wird, und das wird er nicht verstehen, gut, auch weil es eine KI-programmierte Persönlichkeit ist, aber ja, was heißt KI-programmiert? Diese noch per Hand programmiert, glaube ich, zu der Zeit. Gut, ich werde Sarumir töten. Ich, ich,
Ich will es nicht tun, aber ich klicke jetzt drauf. Eine wohlüberlegte Entscheidung. Ja, hat 5 Minuten gedauert. Geht und setzt Saromir über sein Schicksal in Kenntnis. Ich hasse Amerus Morab heute. Was befiehlt, mein Herr? Wartet, wer ist gleich nochmal, mein Herr? Alles ist so durcheinander. Ja, ja gut, so wirkt er jetzt doch schon sehr durcheinander. Herr Marmora hat eine letzte Aufgabe für euch. Wirklich? Ich denke, ich habe davon geträumt, mein Meister würde mir einen Platz in seinem Reich Apokryphe anbieten, sobald mein Dienst an ihm vorüber ist. Doch das könnte auch der Behüter vor mir gewesen sein. Er hat es getan und euer Dienst an ihm ist beinahe vorüber. Hermios Mora bittet euch nur noch darum, euch selbst zu opfern. Ich meine, er würde mit einem guten Gewissen natürlich aus der Welt gehen. Ob es eine Lüge ist, weiß ich nicht, weil er hat jetzt nicht direkt gesagt, dass er ihm jetzt einen Platz in seinem Reich anbietet, oder? Ich weiß es nicht. Mich selbst töten? Das wäre ein wahrer Segen. Ich wäre frei von all diesen Erinnerungen. Frei, um endlich zu erfahren, wer ich bin. Hier komme ich schon, mein Meister. Ist aber schnell umgekippt, sorry. Das ist er, ne? Jetzt muss ich hier wieder... Da. Das Ritual ist abgeschlossen. Und die Daedra aus Ilmyris bewachen ihr eigenes Gefängnis. Ortenir ist jetzt der Hüter, bis ein anderer seinen Platz einnimmt. Warte, was? Ortenir ist doch der, der uns diese Aufgabe gegeben hat. Der soll jetzt hier unten hinkommen oder was und dann selber verrückt werden? Willst du mich verarschen? Ihr hattet versprochen, meine Dienste zu entlohnen. Meine Erinnerung ist ebenso treu wie mein Wort. In dem Kristall hinter euch werdet ihr Wissen finden, von dem ihr nicht einmal ahntet, dass ihr danach gesucht habt. Andere haben schon für dieses Wissen getötet. Ich werde herausfinden, wer meine Eltern sind. Yay! Das ist schon ein bisschen schade, ne? Dass man das in diesem Spiel eigentlich nie rausfindet, wer eigentlich seine Eltern sind. Das wäre mal irgendwie so eine coole Quest, finde ich. Nicht noch eine Erinnerung! Mein Geist ist voll! Seid ihr sicher, wir verschwenden nicht unsere Zeit? Wie viele hat dieser verdammte Kristall nun schon auf dem Gewissen? Geduld. Seid versichert, dass Ilmyris das Wissen verwahrt, das Nemons Schatten brauchen wird. Nein! Die Wurzeln! Sie umfassen den ganzen Wald und in der Mitte dieses Pulsieren. Oh. Das Herz. Es schlägt. Endlich. Lasst es mich sehen. Halt! Was tut ihr da? Der Kristall wird euch den Verstand rauben. Wundervoll. Diese Wahrheit, diese klare Sichtweise. Alles führt nach Hektar hin. Nach Hektar hin? Nacheinander haben Nämon und Pelidil meine Diener den Kristallen ausgesetzt, bis ihr sterblicher Verstand unter der Belastung stöhnte und brach. Also dann war das wirklich Nämon. Aber hatte er auch diese Stimme? Ich bin mir nicht so sicher. Warum? Wonach haben sie gesucht? Was sonst? Macht. Sie nannten es das Herz von Valenwald. Doch wie man es auch nennen mag, bedeutet es stets das Gleiche. Was ist das Herz von Valenwald? Ihr habt euch noch nicht jenes Wissen verdient, dass Nämon und Pelidil gewaltsam an sich gerissen haben. Sie sind nach Hektarhem gegangen. Wohin ihr geht, ist eure Entscheidung. Aber ich werde euch beobachten.
Was heißt hier, ich habe mir das Wissen nicht verdient. Hallo, ich musste gerade jemanden umbringen, der aber eigentlich nett war und alles. Und ein bisschen, naja, naiv vielleicht auch noch in seiner Phase. Wir haben eine Halskette in Arkan bekommen vom Set Kleidung des Schattentänzers. Tja. Und das war es jetzt auch schon, ne? Der eine hat sich ja quasi schon von uns verabschiedet. Ja, irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, das ist bei mir, hinterlässt das jetzt weder einen positiven noch einen negativen. Doch, irgendwie so ein bisschen, ja, negativ will ich nicht sagen, vielleicht so ein bisschen komisches Gefühl hinterlässt das jetzt bei mir. Als ob er jetzt sagen wollte, ich werde dieser Story nachgehen, also diesem Wissen sozusagen, dieser Linie sozusagen nachgehen. Nemon kennen wir ja nur, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das ist ja der Bruder von Königin Iron. Der ist ja dann am Ende total verrückt geworden und wollte ja nur Macht und hier und da. Also nehme ich mal an, dass das jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte ist. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass wir danach noch irgendetwas darüber erfahren hatten. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es ist ja auch schon jahrelang her, dass ich die ganzen Stories komplett wirklich durchgequestet habe mit meiner Main. Also auf meinem privaten Account. Und ja, wie gesagt, seit 2016 bin ich dabei. Das sind jetzt 8 Jahre. Ja, eigentlich schon so 8,5 jetzt fast. Und ganz ehrlich, da denke ich nicht mehr an jede Quest. Oder da kann ich mich nicht mehr an jede Quest erinnern, die ich damals mal gemacht habe. Falls ihr da noch irgendwas zu im Kopf habt von den Quests, die ihr vielleicht gerade erst gemacht habt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten ja, lasse ich mich einfach mal überraschen, ob da noch irgendetwas kommt. Was ich wohl im Kopf habe, dass wir hin und wieder mal auf Hermeus Mora oder wie er jetzt hier hieß, Herma Mora, gestoßen sind, zwischendurch mal in den Quests. Und ich bin mal gespannt, ich werde da mal explizit drauf achten, ich bin mal gespannt, ob da tatsächlich irgendwas in der Richtung nochmal auftaucht oder vielleicht in einer der Quests, die wir jetzt noch machen werden. Vielleicht ist damit ja auch nur gemeint, wo wir dann dieses Planetarium da plattgelegt haben mit Königin Iron zusammen. Das war ja eine Hauptstory von Gradwald. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier wieder am Spekulieren und am Zurückdenken und weiß ich nicht was. Ja, meine Süße möchte sich auch verabschieden. Denkt dran, ich habe immer noch keinen Namen für die Schnuckelmaus hier unten. Schnuckelmaus wäre vielleicht ein schöner Name. Ja, da freust du dich, ne? Schreibt mir gerne eure Namenswünsche, sozusagen eure Namensvorschläge in die Kommentare und ich werde mal schauen, ja, welche ich davon annehme. Ich frage mal Schnuckelmäuschen, wie sie in Zukunft genannt werden möchte, ne? Wir geben den Leuten ein bisschen Zeit, dass sie hier drauf antworten können und dann werde ich dich mal fragen, wie ich dich dann später nennen möchte. Vielleicht nenne ich dich auch wirklich Schnuckelmäuschen, wer weiß. Das habe ich wahrscheinlich bis morgen eh wieder vergessen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!